Ich erinnere mich noch, als ich meinen Sohn das erste Mal auf den Arm hielt. Ich wusste sofort, ich werde einiges anders machen. Ich wusste aber auch, dass ich auf sehr viel Unverständnis treffen werde. Aber das war mir erstmal egal, was andere Menschen darüber sagen. Ich habe sogar mal gesagt, dass ich mein Kind sogar stillen würde, wenn ich könnte. Wie oft andere Väter gesagt haben, dass sie es komisch finden, wie ich meinem Kind so viel Liebe zeigen kann. Andere wiederum fanden das unfassbar schön, aber haben gesagt, beim zweiten Kind wird es ja anders. Wie gesagt, ich habe mit solchen Aussagen gerechnet. Mein Fokus war immer bei mir. Was ist mir wichtig und was möchte ich meinem Kind bieten? Wir haben Eltern kennengelernt, die ähnlich dachten, die das Gleiche vorhatten, die genauso sich gefühlt hatten. Aber meistens hielt das nicht ewig an. Meistens waren das so 2 bis maximal 3 Jahre. Dann änderte sich immer alles. Jetzt ist dein Baby mobil. Es ist selbstbestimmt. Es kann sogar jetzt Nein sagen. Das erste Mal entstehen hier so richtige Konflikte. Innere Konflikte. Bei den Eltern. Mit der zunehmenden Autonomie des Kindes steigt auch die Überforderung bei den Eltern. Zum ersten Mal fangen sie an zu schimpfen, zu drohen, zu strafen oder auch einfach zu schreien. Die meisten Eltern erkennen sich in diesem Zeitpunkt gar nicht mehr wieder. Genau da wollten wir eben nicht hin. Wir wollten es anders machen, damit es bei uns auch anders wird. Wir hatten damals so ein Gefühl, was wir eigentlich wollen, aber wir haben bis dahin noch nicht das Richtige gesehen, wo wir sagten, das ist es. Wir wussten, dass wir da nicht hin wollen. Und wir wussten auch, dass wir nicht genau das Gegenteil wollten. Also haben wir uns erstmal an uns orientiert. Und weißt du was? Wir haben es geschafft. Wir leben die Eltern-Kind-Beziehung unserer Träume, wie wir uns das immer vorgestellt haben. Das Ding ist, für uns waren es sehr, sehr viele einzelne Umwege. Und wir haben Unterstützung dabei gebraucht. Es war nicht nur Wissen, es waren nicht nur Bücher. Umso schöner ist es, dass wir heute Eltern gezielter an ihre Ziele bringen können. Und dafür sind wir heute da.